Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Hier bei mir ist der Stefan. Abend. Und wir sind fleißig, fleißig, fleißig. Eigene Felder, Grasfelder für den Oktober sind alle bereits gemäht. Die Sachen, die wir neu eingesät haben, ist Stefan gerade am Düngen. Nebenbei mache ich Missionen. Stefan macht auch nebenbei Missionen, schon mal hier und da, ne? Ja. Aber gerade tatsächlich mit Düngen beschäftigt. Aber auf 122 tut sich auch nichts. Auf den anderen Feldern auch nicht. Ne, auf 122 ist ja alles grün, da kann sich auch eigentlich nichts tun. Da kann. Auf den anderen Feldern meine ich. 122 habe ich jetzt gerade mal getestet, ob sich da irgendwas tut, da nicht. Auf den anderen aber auch nicht. Ja, 129, 130 wäre noch wichtig, dass du guckst, ob sich da was tut. Ja, da fahre ich jetzt mal hin. Vor allen Dingen dieser dunkle Streifen, der da am Rand ist, der dürfte da eigentlich nicht sein. Na, ja, ich sehe es. Da habe ich gestern alle Düngemissionen, die da waren, weggemacht, damit ich dachte, aha. Ne? Und da komme ich heute Abend auf den Server, ist der Stefan schon wieder mit Düngemissionen beschäftigt. Aber er kriegt dann nicht die kleinen wie ich, sondern er kriegt die großen Missionen. Fühlt ihr mich schon ein bisschen, fühlt ich mich ein bisschen verarscht. Aber nur so dezent ein bisschen. Naja, 116 brauchen wir demnächst nicht mehr grubbern. Gehört bald uns. 116? Ja. Wieso 116? Wieso nicht? Du wolltest 114 für Sonnenblumen haben. Ja, ja, richtig. Aber wenn die Sonnenblumen nicht reichen von 114, kommt die 115, 16, 17 dazu. Ich habe ja nicht von diesem Jahr gesprochen. Also der rote Streifen geht weg. Ja? Jo. Und siehst du, dass der Scanner funktioniert? Ja, ja, klar. Gut, den habe ich nämlich gebaut, nicht, dass der kaputt ist. Fände ich jetzt doof. Also wäre das jetzt mein eigenes Feld, wäre ich mit diesen Streifen zurückgefahren. Für welch? Achso, für den kleinen. Ja, ja. Weil das hätte mich ja jetzt quasi getriggert ein ganzes Jahr. Meine Zwangsneurosen. Ist hier ein guter Winkel? Hey, guck mal, das ist doch ein guter Winkel, ne? Jo. 45 Grad. Also diesen kleinen roten Streifen an 122 kriege ich nicht weg. Und die kleinen roten Punkte auf 133 und 36 an der Seite kriege ich auch nicht weg. Das funktioniert nicht. 133, 136, ja, das ist Feldrand. Ja, da, ne? Das geht nicht. Wenn das ganz außen ist, das kann viele Ursachen haben. Na, aber 130, wo du gerade bist, da ist noch so ein. Da muss noch viel gescannt werden, ne? Ja, ja. Bin mal gespannt. Ich hatte gestern mit diesem Agrario die Diskussion über Stream-Auflösung. Er selber spielt genau wie ich auf dem 21:9. Okay. Er streamt aber quasi nur die Mitte seines Bildes.
Das heißt, rechts und links fehlt. Das wäre so quasi so, bei mir würdest du das Ding von Autodrive nicht mehr sehen, weil dieses Stück wäre schon weg. Okay. Oder wenn man jetzt mal hier so, wenn man jetzt mal hier so auf den Grubber gucken, der wäre jetzt maximal breit, weil rechts und links daneben wäre nichts mehr. Okay, nicht schlecht. Auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Was ich dabei doof fände, wäre, ne, du siehst ja die Sachen, die mir hier angezeigt werden. Da wird ja der Zuschauer dann immer nur Stückchen von sehen. Ja, klar. Ne? So, da er aber im Regelfall ganz ohne HUD spielt, ne, also er hat keine extra Anzeigen oder sowas, ne, also kein Production Info HUD, kein Vehicle Inspector, kein Autodrive und oben auch keine Vertragsinfos. Ne? Okay. Ja, wenn du das alles nicht hast, dann ragt ja auch nichts weiter in das Mittelteil rein und wird nur halb angezeigt. Ne? Dann kann man sowas auch machen. Als ich ihm dann so erzählt habe, wie ich das mache, meinte er auch, das ist auch eine coole Idee, so mit dem Balken unten, wo man dann die Sachen reinpackt. Da sprangen einige Zuschauer direkt auf an. Ah, super, Agrario demnächst mit Facecam. Nein. Weil der spielt nämlich ohne. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht hätte ich mehr Zuschauer, wenn ich ohne Cam spielen würde. Weiß nicht, macht das einen Unterschied? Naja, also ich kann dir sagen, was die Twitch-Hilferatgeber dazu sagen. Also, ich persönlich, wenn ich so durch die Streams gucke, mag ich das, wenn man den Streamer sieht. Mhm. Also, ich gucke lieber Streams, wo man den Streamer tatsächlich sieht. Okay, also reines persönliches Empfinden. Ja, natürlich. Also, das heißt nicht, dass die anderen Streams von den anderen Leuten schlecht sind, aber ich weiß nicht, ich... Du bevorzugst es halt persönlicher, wenn man denjenigen sieht. Ja, also, es gibt da einen, der schon mal so Mod-Videos macht auf YouTube. Und da sieht man nicht ihn. Also ich meine, Randy sieht man nur selten in seinen Streams, in seinen Videos, wenn er irgendwelche Mod-Vorstellungen macht. Der fokussiert sich da mehr auf die Mods. Das ist auch in Ordnung. Na? Aber dieser Kerl, der hat immer... Das ist so ein Fuchs-Avatar, der sich dann bewegt. Ja. Das ist für mich ein Grund abzuschalten. Ja, ein Grund abzuschalten, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Stream mit einer Person, die man sieht, und einem ohne eine Person, würde ich die mitnehmen. Einfach, weil ich es persönlicher finde. Ich finde es netter und interessanter zuzusehen, wenn man denjenigen auch sieht. Hinzu kommt noch, wenn er dann Scheiße baut, sieht man auch im Gesicht seine Reaktion. Finde ich persönlich, als ich noch nicht gestreamt habe, sondern Streams nur geguckt habe, war das auch einer der Beweggründe. Ne? Man sieht also die Reaktion desjenigen auf der anderen Seite. Also der Twitch-Ratgeber dazu sagt, dass Twitch-Kanäle mit Facecam eine höhere persönliche Bindung des Zuschauers zum Streamer möglich machen. Ja. Und somit die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wiederkommt, erhöht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Boah, fast 1500 Euro. Was wir alles an Autodrive zahlen, ne?
Autodrive streikt demnächst, nehme ich runter. Inflation, zu teuer. Gerade hier sind. Wir brauchen langsam neuen Diesel, mein Freund. Ja, was passt und da rein? 20.000. 25.000. Und nein, ich werde dieses Ding hier nicht umbauen zu einem Schlauchanschluss. Ich möchte nicht mit einem Schlauchanschluss die Traktoren tanken. Ne, irgendwo ist mal Schluss, ne? Ja, stimmt wohl. Das ist genau wie dieses Manual Refill, dieser Mod. Hast du eigentlich noch mal irgendwas von diesem Schaden-Mod gehört, dass die Traktoren tatsächlich kaputt gehen? Ja, allerdings noch nicht Richtung Multiplayer. Schade. Also man kann ihn jetzt schon runterladen, man kann ihn testen, aber ist noch nichts Richtung Multiplayer. Schade, das fände ich echt noch interessant. So, wie viel haben wir denn da? So, für dieses Feld hier müssen wir abliefern. Oh, 38.200. 38.200. So, in den vorderen gehen 30.000 rein, ne? 38.200, das heißt 8.200, ne? Jo. Ja. Da muss der jetzt hier einmal voll gemacht werden, für den Auftrag zu liefern. Naja, irgendwann muss man ja mal irgendwo anfangen, ne? Also der Agrario, den ich da gestern geguckt habe, das ist wirklich so einer, der hat gestern 3,5 Stunden nur geschwadet. Okay. Ne, mit so einem neuen Schwader aus dem Mod-Hub, wo seit 2 Wochen im Mod-Hub, wo man jeden, ne, so ein Vierkreisel-Schwader, wie wir den auch haben. Ja. Da kannst du aber jeden Kreisel einzeln anheben. Also wie beim Kuga so ein bisschen. Ja. Ne, das war schon interessant so zu gucken. Von dem habe ich ja auch die neuen Shader-Einstellungen, einfach mal um zu gucken, ob mir das besser zusagt. Ne, keine Ahnung, vielleicht sieht man jetzt auch Balzen und Düngen besser oder sowas, ich weiß es nicht. Das werde ich erst merken beim Spielen, aber erstmal macht es optisch für mich einen guten Eindruck. Und mehr brauche ich gerade erstmal nicht, ne?
Ach ja, wir haben unsere Precision Farming Wertung mittlerweile wieder etwas hochgebracht, ne? Dum-di-dum-di-dum. Total Damage. Da, da. Da, 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 da. So, jetzt habe ich sie, glaube ich, alle. Jetzt müssen wir erstmal die Bahn hier unten fahren. So, der Düngestreuer ist jetzt auf dem Weg. Wir haben schon 10:30. Ich würde mich jetzt so langsam mal. Jo, jo. Schön, dass du da gewesen bist. Schön, dass du geholfen hast. Das heißt, Gern, gerne. du bist jetzt fertig und Ja. also alle unsere Felder sind jetzt fertig. Also wir sind mittlerweile wieder auf 10% sind wir jetzt hoch. Na, immerhin. Na, Verkaufsbonus. Na, und da Das wir. Einzige, was. Ah, Ja? nee, doch nicht. Das habe ich auch. Nee, 129,30 habe ich auch. Nee, habe ich gerade alles abgehakt. Ist alles fertig. Ja, ist doch wunderbar. Was will Also man denn? Grasfelder kalken und walzen, ja, das aber ansonsten. Ja, gut. Kann ja auch noch ein bisschen was für mich übrig bleiben. Ansonsten ist ja auch morgen noch ein Abend, ne? Oder Ja, übermorgen morgen oder weiß ich. Ich übermorgen. weiß noch gar nicht. Ja, ich mach. Wie wir halt Lust haben, ne? Genau. Gut Ja, denn. dann viel Spaß noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Komisch, jetzt hat der Stefan den Server verlassen und es hat nicht mal geruckelt. So. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Immer schön durchspringen, immer wieder was anderes machen. Denn das ist so das meine. So spiele ich halt. So, Nord-Süd ist die Flanke. Aber zwei Vorgewände werden wir wohl brauchen, auch wenn man selber fährt. Bei Verwendung von Cursplay, keine Ahnung, empfehle ich natürlich drei Vorgewände. Mindestens aber 30 Meter.
So, auf YouTube. Ja, ich danke fürs Reinschalten. Ob wir heute noch eine Folge machen, werden wir sehen. Wenn nicht, sehen wir uns natürlich so oder so in der nächsten Folge. Nur von wann, die ist es die Frage. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.